In die Horror-Einteiler. Naja, zwei Einteiler, wurde ja gesagt. Wir spielen heute It Lives Under Your House und I Live Under Your House. Ich meine, I Live Under Your House ist die Main-Story und It Lives Under Your House ist das DLC, was kurz danach kam. Aber beide scheinen sehr miteinander zu tun zu haben. Das heißt, wir spielen beide in einem Video und werden uns über eine düstere, abgefuckte, traurige Story freuen. Denn das hier ist vom gleichen Entwickler wie My Monstrous Roommate, was aber das Spiel war, was nach dem hier rauskam. Das hier kam Ende 2022 raus, ich glaube irgendwie Oktober oder sowas, oder November. War zu der Zeit, glaube ich, eine Horrorszene, so ein kleiner Geheimtipp und scheint ziemlich gut gewesen zu sein und einen interessanten Style zu haben, gute Story, bla bla bla. Ihr wisst schon, was uns erwartet. Wir springen einfach mal direkt in die Main Story. Ich glaube, das Spiel kostet gerade irgendwie 1,50 oder sowas, ist gerade ein bisschen runtergesetzt. Und hat, glaube ich, 90% positiv. Also ist, ja, wohl, ganz nett. Main Story. Oh, okay. Okay, ich öffne meine Augen und hier bin ich wieder. Zu Hause. Es ist so ein wunderschönes Gefühl. Das hier? Okay. Seit Jahren grabe ich schon diese Tunnel und ich bin mir nicht einmal mehr sicher, wie viele es davon gibt oder wie viele Abzweigungen sie haben und dennoch finde ich es auf irgendeine Form einfach, mich hier unten zu navigieren. Okay. Alle Informationen über diesen Ort sind in meinem eigenen Kopf gespeichert, als ob es Muscle Memory oder eigene Reflexe wären. Das kommt also als instinktiv anscheinend. Okay, mit E gehe ich weg. Kann ich mir noch irgendwas anschauen hier? Nee, okay. Ich kann auch Sachen nur einmal machen. Alright. So wie immer. Niemand. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin gerne alleine. No comments? Irgendwas? Alright. Dann haben wir mal weiter. Das ist die Haupthalle. Wie schön es hier ist. Jedes Mal, wenn ich hier bin, fühle ich mich stolz und Freude, denn ich habe das alles selber gemacht. Ich bin mir nicht mal sicher, in welches Loch ich heute zuerst gehen soll. Okay, jetzt hast du bestimmt was zu sagen, oder? Yep. Alright. Ich habe die Mauern und die Umgebung dieses Ortes tatsächlich nicht selbst gemacht. Das war schon immer so. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie so ein wundervoller Ort jemals entstanden ist. Es wirkt, als ob er für mich hergestellt worden wäre. Okay. Boah, der Grafikstil erinnert mich ein bisschen an die Games von James. Das waren, wie hießen die Games nochmal? Water Womb World. Ah, dann dieses komische Pilzpflanzen-Game. Das waren so sehr, sehr düstere, extrem komplex und gut geschriebene, wie soll man es erklären, Visual Novel Horror Games in der Richtung. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, wenn ihr diesen Grafikstil hier seht. Der hat auch ein neues Game gemacht, das hieß Growing My Grandpa oder sowas. Das muss ich auch unbedingt noch spielen, weil das soll auch sehr gut sein. Ich habe sogar noch eins verpasst, irgendwas für Well oder sowas. Okay, kommt auf jeden Fall auch irgendwann. Denn sehr interessanter Kram. Kann ich mir noch was anschauen hier? Okay. Hier vor mir liegt mein Kieselraum, wo ich die ganzen verschiedenen Steine sammle, die ich während meiner Ausgrabung alle finde. Ich schaue sie mir gerne an, ich streichel sie gerne und oh Gott, wie gerne ich sie streichel. Alright, dude. Steinfetischist, my friend. Ich meine, wenn man die ganze Zeit in den Tunneln arbeitet, ich meine, irgendwie, ne? Ich meine, man muss ja irgendwelche Freunde finden, I guess. Manchmal träume ich sogar davon, einen Stein zu streicheln. Das Gefühl ist so real. Ich kann es an meinen Fingerspitzen fühlen. Ich liebe Steine. Ja, das tust du. Das tust du, I guess. Nichts. Ich denke mal, es geht zurück, ne? Was den Stein sagen? Ja, okay. Ich habe einen Stein gefunden, der scharf genug ist, um durch den Bauch von jemandem zu schneiden. Oh, das freut mich. Sure. Gehen wir zurück. In das zweite Loch. Hier schlafe ich immer. Obwohl ich überall schlafen kann, schlafe ich lieber hier. Alles klar. Kann ich schlafen? Ich bin so müde, aber ich kann noch nicht schlafen. Okay. Nix hier drin? Nee. Dann das dritte Loch. Jeder Tunnel ist unterschiedlich. Zum Beispiel ist dieser hier dünner als die anderen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte drin feststecken. Und dann schlägt mein Herz immer schneller. Mein ganzer Körper spannt sich an.
Okay. Ich kann dagegen nichts machen. Ich muss mich einfach langsam bewegen, um hier rauszukommen. Ich liebe dieses Gefühl. Sure. Du ein Tunnel, ne? Ihr versteht euch gut. Was denn? Sie ist gestorben, als sie geboren wurde, oder zumindest schien es so für mich. Kannte meinen Dad nie und vielleicht eine Kreatur wie ich auch keinen Vater. Solange ich mich erinnern kann, bin ich schon mein ganzes Leben lang alleine gewesen. Das ist unsere Mom, ja? Zuerst habe ich ihren Körper nur beobachtet. Hab gehofft, dass irgendwas anderes aus ihr rauskrabbeln würde, damit ich ein neues Familienmitglied hätte. Dennoch. Was? Okay. Auf jeden Fall ist es leider nicht passiert. Ich hab immer wieder mit ihrem Körper geredet. Weil ich so einsam war. Und obwohl ich gemut habe und verschiedene Geräusche gemacht habe, als nur zu reden. Achso, okay. Hab nicht mal versucht, mit ihr zu reden, sondern auf irgendwelche Tiergeräusche gemacht. Und dann musste ich hier die verschiedenen Körperteile essen, weil ich hungrig wurde. Ich bin so dankbar für sie. Hätte sie sich nicht geopfert, wäre ich bestimmt gestorben. Jesus Christ. Okay. Nach langer Zeit ist mir aufgefallen, dass ihr Körper immer krustiger wurde und die Orte, an denen ich zugebissen habe, haben Narben gebildet. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass sie noch am Leben war. Also habe ich angefangen, ihren Körper vorsichtiger zu essen, damit ich nicht zu viel auf einmal rausbeiße. Schicht nach Schicht wurde ihr Körper immer krustiger und letztendlich hat sich ein Kokon gebildet, welchen ich nicht mehr durchbohren konnte. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Zeit seitdem vergangen ist, aber ich habe gewartet und lang genug gewartet, damit irgendwas passiert, aber es ist nie irgendwas passiert. Oh, ja, ja, alright. Es ist wirklich schade, dass sie nie mitbekommen hat, was für eine wunderschöne Kreatur ich geworden bin, wie viel Tunnel ich gegraben habe. Naja, jetzt wo ich allein in der Welt bin... Also, naja, jetzt bin ich mir sicher, dass ich komplett allein in der Welt bin. Gut so, ich hatte langsam keine Lust mehr, um sie Sorgen zu machen. Comment? Ja. Überreste der Kreatur, aus der ich rausgekommen bin. Okay. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass sie aus dem Kokon vielleicht nochmal rauskommen würde und mich essen würde oder sich an mir rächen würde. Aber anscheinend hat sie sich einfach dazu entschlossen, still zu sterben. Meine ganzen Ängste sind weg. Okay, dann... Das Ding sieht aber nicht so aus wie das Bild von eben, aber vielleicht ist das die Erinnerung von sie? An sie? So sieht sie vielleicht wirklich in der Realität jetzt aus und... Das, was wir eben gesehen haben, war sie früher, bevor wir... einen Picknick-Urlaub hatten mit ihr. Okay, ich schätze, wir gehen weiter. Ich gehe fast nie raus. Oh, alright. Besonders, weil er auf dem Weg auf mich wartet. Dort ist sein Geist direkt beim Ausgang und jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, redet er mit mir. Okay, ich bringe nicht gern Zeit mit ihm. Ne, gehen wir nicht? Okay, dann gehen wir schlafen. War das hier? Ja. Sie lachen mich aus. Jesus Christ. Okay, jede Nacht, wenn ich versuche zu schlafen, kommen sie zu mir und lachen mich aus. Sie lachen. Sie haben so viel Spaß, wenn ich weine. Sie beobachten mich den ganzen Tag und warten, dass ich irgendwas Dämliches mache. Irgendeine sucht nach irgendeiner Chance, sich über mich lustig zu machen. Damit sie rauskommen können und mich nachts auslachen. Bin ich debil, der heilige Scheiße, okay. Manchmal reden sie mit mir, sie flüstern mir Dinge zu. Sie wollen, dass ich rausgehe. Nach einer Nacht voller Qualen wie dieser wache ich normalerweise sehr müde und hungrig auf. Also krabbel ich raus und suche nach Essen. Das ist ein schreckliches Geräusch. Arbeitet jemand über mir oder so ein Shit? Das hört nicht auf, was zur Hölle? Okay, okay, okay. Ist wirklich laut. Ich habe anscheinend keine andere Wahl. Ich muss rausgehen und sehen, was abgeht. Eieiei, das ist wirklich der unangenehme Spiel. Holy shit. Da bist du ja. Ich wusste, du würdest bald auftauchen. Es ist auch wegen diesen Geräuschen, oder?
Ich möchte mein Zuhause nicht verlassen. Vielleicht hören die Geräusche ja von selbst auf. Bullshit. Vielleicht sind sie gekommen, dein Zuhause wegzunehmen. Vielleicht kommen sie für dich. Wer weiß, was diese komischen Geräusche macht. Du musst rauskommen. Okay, also ich gehe raus und dann was? Du weißt, was dann als nächstes dran ist. Das gleiche Ding, was du immer tust. Das gleiche, was du immer tust, wenn du hungrig bist. Okay. Das, was, was den Atem verschnellt und deinen ganzen Körper zum Kribbeln bringt. Es ist Zeit, wieder rauszugehen. Okay. Sobald ich an die frische Luft gekrabbelt bin, habe ich etwas Ekelhaftes gesehen. Dort waren überall große Metallkreaturen und ein schrecklich aussehendes Gebäude stand direkt vor meinen Augen. Ich hatte keinen besonderen Plan, aber... Ja. Aber die eine Sache, die sehr offensichtlich war, ist, dass irgendwelche Arbeiten über mir angefangen haben und das Gebäude direkt über meinem Kopf könnte irgendwas damit zu tun gehabt haben. Da waren so viele Leute draußen und ich konnte nicht einfach hier im Offenen irgendwas machen. Ich musste auf den richtigen Moment warten und ich begann zu beobachten. Eieiei. Okay, ihr ekelhaften Kreaturen werdet dafür bezahlen, meinen Frieden gestört zu haben. Glaube ich, jetzt irgendein Mitarbeiter hier? Ja, Bienen, Bienen, Bienen. Was sollte ich tun mit euch? Uiuiui. Ich muss wirklich aufpassen. Wenn sie mich sehen, ist das alles vorbei. Aber ich kann auch einfach nichts tun. Okay. Meine Stärke ist genug, um mit einem von denen umzugehen. Aber vielleicht, wenn ich einen töte? Will ich einen töten und einen fressen, oder wie? Okay, mein Hunger wird stärker und stärker. Ich habe keine Stärke mehr, um mich zurückzuhalten. Ich muss irgendwas tun. Kill Spare, was? Na, ich meine, wir sind ja offensichtlich jetzt nicht das liebeste Wesen, ne? Also, es scheint noch nicht das erste Mal zu sein, dass wir irgendwelche random Leute töten. Aber ich meine, die dürfen es ja eigentlich nicht sehen, ne? Ich würde sagen, wir warten bei denen. Vielleicht finden wir noch irgendwo einen, der alleine rumsteht. Ah ne, okay, gut, haben wir einfach gar nichts. Wir haben keinen Hunger mehr gehabt, es war nur ein Joke, I guess. Okay. Letztendlich wurde das Haus fertiggestellt. Verschiedene Leute begannen in dieses Haus hineinzuziehen. Das schreckliche Stampfen hat dafür gesorgt, dass ich Panikattacken mit jedem Klopfen bekommen habe. Ich frage mich nur gerade, was... Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass ein anderes Spiel ja auch metaphorisch ziemlich deep war, dass es hier auch immer irgendwas geht. Die Frage ist ja natürlich... Was ist es diesmal? Also, was sollen wir darstellen? Und ich gehe mal davon aus, wenn es jetzt ähnlich ist wie das andere Spiel, wird es in irgendeiner Form wieder irgendein Problem in seinem Kopf sein. Aber was sich halt so darstellt, wie es halt hier in dem Fall ist, dass er sich irgendwie als Monster sieht, vielleicht andere Wesen als Nahrung sieht, andere Menschen. Aber ich glaube, wir müssen mal weiterspielen. Vielleicht kommt auch ein DLC raus oder so. Ich bin gespannt. Was wenn sie mich finden? Was, wenn es niemals aufhört und ich mich woanders hinbegeben muss? Wo würde ich hingehen? Ich habe nicht mehr die Energie, um neue Tunnel zu graben. Okay. Immer mal wieder musste ich rausgrabbeln, um zu sehen, ob alles noch in Ordnung war, ob sie nach mir suchen. Aus irgendeinem Grund hatte ich das unangenehme Gefühl, dass sie nach mir suchen würden, mich jagen würden. Dann eines Tages kamen Leute rein und haben eine große Anzahl von Boxen mit ins Haus getragen. Eine Frau in einem blauen Kleid. Alter! So, eine Frau in einem blauen Kleid. Warum ist das so schwer zu sagen? Verdammt. Hat sie angeschrien und hat ihre Hände rumgewedelt. Und dann sind alle abgehauen, aber die Frau blieb in dem Haus. Noch mehr Zeit ist vergangen und sonst ist niemand mehr gekommen. Es war nur noch die eine Frau. Naja, sie schien nicht wie eine Gefahr, dachte ich, aber. Recht schnell hat sich mein Leben dann in einen Albtraum verwandelt. Ja. So ziemlich meine gesamte, meine ganze Wohnung befand sich unter diesem Haus. Okay. Jede Aktion, die sie, alles, was sie getan hat, jeder Schritt, jedes Niesen,
Halte durch die Tiefen meines Heiligtums. Vielleicht eine Metaphorik für irgendjemanden, der ewig allein gelebt hat, dann irgendeine Beziehung eingegangen ist, aber denen das einfach viel zu viel wurde, weil eigentlich nur jemand ist halt komplett auf sich allein gestellt war sein ganzes Leben lang und mit sozialem Umfeld überhaupt nicht umgehen kann, vielleicht? Maybe? I don't know. Ihr Leben wurde Teil meines eigenen. Dadurch begann ich langsam ihren Lebensablauf kennenzulernen, was sie tut, wie sie es tut. Kannte all ihre Sachen, der Rhythmus, wie sie alles tat. Ja. Ich begann zu merken, dass mein Schlaf immer schlechter wurde. Ich konnte einfach nicht schlafen mit irgendwas, was permanent Geräusche macht. Überall über meinem Körper drüber. In den paar Stunden, denen ich es hinbekommen habe, mich hinzulegen, kamen die Geister der Nacht, die mich schon immer verflucht haben und sich über mich lustig gemacht haben, zu mir zurück. Aber ja, jetzt hatten sie auf jeden Fall wirklich viel, worüber sie lachen konnten. Okay. Dadurch bekam meine Qual eine 24-Stunden-Routine. Musste irgendwas tun. Selbst wenn das Risiko bestand, dass ich erwischt werde. Selbst wenn das Risiko bestand, dass ich mein Haus verlieren könnte. Wen verarsche ich hier? Ich habe auch kein Haus mehr. Sie hat es von mir weggenommen. Ich muss hier raus und diesen Albtraum beenden. Chapter 1. Love. Ja, vielleicht. Mal gucken, wo es weitergeht. Ey, ich glaube, es wird sehr dark wieder. Heilige Scheiße. Okay. Ihre Aufregung hat mich komplett überwältigt. Ich habe nicht mehr die Stärke, um mich zurückzuhalten und von der Seite zuzuschauen. Es ist jetzt an der Zeit, rauszufinden, wer über mir lebt. Ich kann nichts mehr beobachten, ne? Ich kann nur noch bewegen. Ich muss mich vorsichtig umschauen, bevor ich was mache. Okay. Ich bin small immerhin, oder ich krabbel auf dem Boden. Das ist das erste Mal, dass ich jemals in einem menschlichen Haus gewesen bin. Hier gibt es so viel Platz. Das macht mich krank. Das Einzige, was schlimmer ist als das, ist die Außenwelt. Hey. Ah, ich weiß, was es ist. Man nennt es ein Buch. Okay, es war einmal eine Zeit, wo ich sehr hungrig war und genau in diesem Moment hat sich ein kleiner Mann neben dem Eingang meines Hauses hingesetzt. Ich kann mich erinnern, er hatte kleine Hände, kleine Füße und er war wie eine Puppe. Der kleine Mann hatte eine Tasche mit sich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich von den ganzen Gefahren der Welt zu dieser Zeit wusste. Ich bin aus meinem Versteck gekrabbelt und habe ihn interessiert angeschaut. Der kleine Mann hat mich nicht direkt beobachtet, aber als er mich gesehen hat, haben sich seine Augen weit geöffnet und sein Mund hat sich in einer Form geöffnet, dass er ein unangenehmes, schreckliches Geräusch machte. Dieses Geräusch hat mich wahnsinnig gemacht. Ich wollte ihm näher kommen, aber er ist weiter weggekrabbelt und versuchte von mir wegzukommen. Letztendlich hat das Gefühl mich übermannt und alles, woran ich mich erinnern kann, war sein Kopf in meinen Händen. Sein Körper lag irgendwo in der Nähe und seine Tasche, die er mitgebracht hat, war leicht zerrissen. Und dann habe ich die Bücher gesehen, die überall rumlagen. Ich weiß nicht, warum sie mir so aufgefallen sind, aber ich habe sie mitgenommen. Viele der Seiten waren schwer beschädigt und voller Blut. Manche Seiten haben gefehlt, aber das hat mich nicht aufgehalten. Ich habe sie gelesen und studiert. Ja. Und aufgrund dieser Bücher konnte ich die Sprache dieser Wesen lernen und habe ein paar mehr Ideen der menschlichen Welt verstanden. Ich habe vor kurzem noch ein paar mehr Bücher gefunden, um ein Beispiel zu nennen. Vor sehr kurzem, als ich ein paar Camper gegessen habe, okay, so kann man das natürlich auch rüberbringen. Ich lese gerne. Ich muss mich dann erinnern, dieses Buch mitzunehmen, wenn ich hier fertig bin. Hm.
Ich verstehe das menschliche Leben nicht perfekt, aber ich habe immer gesehen, wie irgendwelche Arbeiter hier in solche komische schwarze Box reingestarrt haben. Okay. Sie haben das Ding einfach nur angestarrt und manchmal haben sie angefangen zu schreien und ihre Hände in die Luft gehoben. Seltsame Kreaturen. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass hier überhaupt keine Metaphorik drin ist und wir sind einfach nur ein gottverdammtes Monster. Geschlossen. Ist natürlich auch gut möglich. Haben wir irgendwas zu kommentieren? Ein Klo? Komm, Klo. Ne, hier? Doch. Das ist ein schreckliches Geräusch. Ich muss damit irgendwas machen, das macht mir Angst. Kann ich es kaputt machen oder so? Wenn du hast ja gerade das Klo gespült, das würde ich doch vielleicht da oben mitbekommen, oder? Ich meine, wenn man alleine wohnt, man hört das eigene Klo. Alter, Panikattacke des Todes, was? Na, ich kann mich erinnern, wie die Leute hier diese Boxen reingetragen haben. Ich frage mich, was da drin ist. Willst du nachgucken? Nee, Klo spülen ist in Ordnung, aber in die Boxen rein schon nicht. Scheint es ja auch nicht so interessiert zu sein, I guess. Eieiei. Okay. Das ist es. Da liegt sie, liegt vor mir. Und alles, was ich tun muss, ist den ersten Schritt machen. Aber ich traue mich nicht. Warum? Irgendwas stimmt nicht. Okay. Meine Stimmung ist irgendwie nicht die gleiche. Ich fühle nicht mehr die gleiche Energie und die Zurückhaltung wie zuvor. Vielleicht soll ich später zurückkommen. Es kann sein, dass jetzt nicht der richtige Moment ist. Ja, ich sollte sie definitiv im Auge behalten, es ist vielleicht eine Falle. Naja, bis nächstes Mal, Birdie. Warum konnte ich sie nicht töten? Und all die Geräusche, die sie macht, scheinen jetzt gar nicht mehr so ekelhaft zu sein. Man könnte sogar sagen, dass ich langsam Interesse aufgebaut habe, mitzubekommen, was sie tut. Irgendwo läuft Wasser runter. Und hier scheint es zu sein, als ob sie gerade Sachen aus Boxen räumt. Ich frage mich wirklich, was sie in diesen Boxen drin hat. Ich glaube, als ich dort an dieser Tür gelegen habe, habe ich etwas Seltsames gefühlt. Ein Gefühl, was ich noch nie zuvor gegenüber einer anderen Kreatur gefühlt habe. Und so starte ich meinen Haufen voller Totenschädel an und ich habe überlegt, ein paar von meinen Besten zu nehmen, die ich am meisten mag und sie zu ihr zu bringen. Ihr vielleicht unter die Tür stellen oder sowas. Was passiert mit mir? Machen wir Geschenke? Ach, freundlich. Sehr freundlich von uns. Ist das menschlich? Wahrscheinlich sind es menschliche Schädel, oder? Was man halt so bringt. Cute Dating Ideas, I guess. Seltsam, das Bett ist leer. Und anscheinend ist sie gar nicht mehr im Haus. Wo könnte sie hingegangen sein? Okay. Ich sollte einfach liegen lassen, was ich als Geschenk gebracht habe und mich zurück zum Fenster begeben, um mich hier zu verstecken. Heilige Scheiße. Die wird sich freuen. Das Buch mitgenommen? I guess. Hat die ein bisschen Sachen aufgeräumt hier? Ne, scheint nicht so. Kann ich da rein? Ich glaube nicht, oder? Ne, verschlossen. Na gut. Na gut. Das Fenster, aus dem ich umgekommen bin, ich meine schon. Hier bist du schon wieder, aber irgendwas hat sich in dir geändert. Das ist der Geist am Ausgang, ne? Der uns immer, mit dem wir ungern reden. Ja. Nichts hat sich in mir verändert. Alles genauso wie vorher. Ist das so? Ich dachte, du magst alleine zu sein. Es ist immer noch das Gleiche und ich werde immer alleine sein. Ich brauche niemanden an meiner Seite. Warum hast du gezögert, wenn du eine Chance gehabt hattest, sie zu töten? Worauf hast du gehofft? Was denkst du denn, was passieren wird, wenn sie dich sieht? Das Gleiche, was immer passiert. Sehr ruhig.
Okay. Dein reines Aussehen wird dich dazu bringen, sich zu übergeben. Du bist anders als sie. Sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Oder glaubst du etwa, sie wird hier hinziehen? Ja, vielleicht, aber nur in Einzelteilen, oder? Halt dein Maul, ich werde dir beweisen. Oh mein Gott. Ich werde zurückgehen zu ihrem Haus und ihrem Schlafzimmer warten. Wir werden zurück hier hinziehen. Du wirst es schon sehen. Oh Gott, damit. Ja, ich hab's doch gesagt, du hast dich verändert. Eieiei. Hat sie immerhin unser Geschenk gesehen? Ja. Hat sie die Cops gerufen, nur so, die warten jetzt einfach auf mich? Geh mal anders rein. Nee. Uiuiui. Achso, wie weggeräumt, oder was? Okay. Eine Notiz an Mark. Mark, wer ist Mark? Das ist eine Stalker-Geschichte, oder? Wahrscheinlich. Ich werde das ist natürlich jetzt ihr Boyfriend oder sowas. Okay. Die Nachricht sagt ihm, dass er nicht vergessen soll, die Box neben dem Bett mitzunehmen, in der die ganzen Kerzen sind, die gebraucht werden für. Ich verstehe es nicht, das sind viele Wörter, die ich nicht kenne. Marie. Sagt es Marie? Ist es das Girl? Wahrscheinlich, ne? Verdammt, Mark, wir haben es getan. Bring es in den Keller. What? Mark, pass auf, es bewegt sich noch. Haben die uns K.O. geschlagen und reden über uns? Wahrscheinlich, ne? Okay, sollten wir es einfach auseinandernehmen hier unten im Keller? Was ist denn mit denen? Was geht hier ab? Keine Ahnung. Okay, mein kompletter Körper tut schrecklich weh. Was ist passiert? Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hier hingekommen bin. Ich habe die Notiz gelesen und dann... es tut so weh. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich muss nach Hause. Hätte mich einfach da unten liegen lassen? Ich kann einfach gehen? Was ist hier? Chapter 2. Betrug. Ich merke aber auch, also der visuelle Style und das ganze Sounddesign ist großartig. Es ist nur wieder ein bisschen schräg, wie gefühlt der Dialog und so wieder ein bisschen too much ist. Wir können vielleicht ein bisschen Zurückhaltung zeigen. Ist fast schon ein bisschen zu viel Text. Jemand drin? Das Zelt von den Campern. Sie hätten offensichtlich nicht in meiner Nähe schlafen sollen. I guess? Was drin? Nee, das ist schon gefressen, ne? Ach. Ich habe so einen unangenehmen Untergedanken, dass das Spiel nochmal viel düsterer ist, als es wirkt und... Die Aktionen, die wir als Monster machen, irgendeine Metaphorik für irgendwelche sexuelle Gewalt ist, die der Typ hier auslebt. Der wäre jetzt halt echt hart, ne? Im Kontext von den Sachen, die wir bis jetzt alle gemacht haben. Ich meine, wenn man bedenkt, wie das zweite Game war, möglich ist es. Möglich ist es. Dieser Rucksack ist sehr ähnlich dem von dem kleinen Mann. Ich kann mich erinnern, wie in einem Ausraster voller Wut und Hunger ich ihn getötet habe und Bücher aus genau diesem Rucksack gefallen sind. Ich habe sie mitgenommen. Und genauso ist es, wie ich begann, die Sprache der Menschen zu verstehen. Was passiert hier? Ich denke mal, zu den Lichtern gehen, ne? Es könnte in viele, viele Richtungen gemeint sein bis jetzt. Und alle davon sind ziemlich düster. Ey, ey. Der Typ hat ein Händchen für sehr dreckige Stories. Okay, es dauert nicht mehr lange, bis ich zu Hause bin. Ist irgendwo neues Licht gekommen? Oder wohne ich im Wald? Ich meine, ich habe ja nie gesehen, wie ich wirklich aus meinem Loch rauskrabbel, ne?
Die Bäume haben was sehr Unangenehmes. Kann nicht weiter. Was? Falsch gelaufen? Hier? Ich habe keine Ahnung, ob ich nicht laufe. Ich mag das Sounddesign sehr bei den Spielen von dem Typen. Sehr eigene Atmosphäre, stark. Wenn ich bewege mich immerhin noch in irgendeine Richtung. Bin völlig falsch, oder? Was sagt denn bitte nicht? Ich laufe vor. Ist hier ein Ende der Map? Oh no. Oh no, no, no. Komm. Hier? Okay. Ich schätze, das wird ein bisschen dauern. Bis gleich. Aber. Eine Rune auf dem Boden? Ja, ne? Was ist das? Salz? Hier war ich vorher nicht. Ja, mein Körper fühlt sich schwach und schläfrig. Ich habe das Gefühl, ich sollte mich ein bisschen hinlegen, aber ich will zuerst weg von hier. Marie, hat es wirklich funktioniert? Warum funktioniert? Warum bewegt sich das Ding noch? Fuck, irgendwas stimmt nicht. Mark, ich habe dir gesagt, wir sollten das Ding einfach auseinandernehmen. Dann hatten wir im Keller noch eine Chance gehabt, während das Ding nicht bei Bewusstsein war. Okay. Du weißt, es würde nicht funktionieren, es kann nur durch ein Ritual getötet werden. Das stand zumindest in dem Buch. Hat davon die Kerzen geholt? Okay, vielleicht hat das Ding doch keine Metaphorik, wir sind wirklich einfach nur ein Monster. I don't know. Who knows? Okay, mein kompletter Körper fühlt sich, als ob er kein Gewicht mehr hätte. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich kaum umschauen. Was passiert hier? Das ist sie. Das ist das Mädchen, weswegen ich mein eigenes Leben riskiert habe, weil ich sie am Leben gelassen habe. Er ist der Typ. Ich kann mich an ihn nicht erinnern. Was ein hässliches Ding das ist. Meinst du, es versteht, was hier abgeht? Wen interessiert es, was das Ding versteht? Marcus hat unseren Vater getötet. Okay, ist der Bruder, nicht der Boyfriend. Warum es nicht stirbt, ist, was mir Sorgen macht. Oh Gott, ja. Hässlich, warum sagt sie solche schrecklichen Sachen zu mir? Hat es ihr nicht gefallen, was ich ihr gebracht habe? Und das alles nach den ganzen Sachen, die wir zusammen hatten? Was ein Trottel ich gewesen bin. Ich dachte, wir wären füreinander gemacht gewesen. Okay, es schien auf mich, als ob ich sie gut kennen würde, dass vielleicht irgendwo tief in ihrer Seele etwas in ihr gewesen sein könnte, was meine Präsenz gespürt hätte und was auf mich gewartet hat. Okay. Bist du sicher, dass wir nicht irgendwas vergessen haben? Solomons Gefängnis hält es alles zusammen, aber ich sehe keinen Schaum aus seinem Mund oder blaue Flammen oder irgendwas in der Richtung. Holy shit, Mark, fragst du mich das wirklich? Ja, ich frag dich das wirklich, du hast das Buch. Das ist genau das, wovon ich ausging, was irgendeines Tages passieren könnte. Vielleicht ist das ja gut, vielleicht sollte ich wirklich sterben. Warum sollte ich leben? Wenn sie mich so behandelt, fühle ich wieder etwas Neues, als ob tausende Nadeln mich von innen zerfleischen würden. Oh, scheiße, Mark, ich verstehe es, wir haben vergessen. Sag nicht. Wir haben die verdammten Kerzen vergessen, Mark. Verdammte Kerzen. Ich glaube, meine Stärke kommt wieder. Ich kann mich wieder bewegen. Ihr seid echt Deppen. Ihr habt es vielleicht verdient jetzt. Ich meine, Alter, ihr habt ein Ritual, ihr habt eine Liste mit Sachen, die ihr braucht. Was macht ihr? Ihr vergesst einen davon. Großartig. Also so ist es also. Und sie wollte mich die ganze Zeit loswerden. Naja, dann. Weißt du, du hast mir viele neue Emotionen gebracht. Gefühle, die ich vorher noch nie gefühlt habe. Und jetzt, nachdem das alles passiert ist, bin ich so müde und so hungrig. Ich möchte dich zum Dinner ausführen. Okay, Mark, ich glaube, das Ding bricht gleich aus. Und jetzt ist jetzt bist du an der Reihe, zu meinem Haus zu kommen. Kapitel 3. Warum bin ich hier, hä?
Selbst die Stimmen sind weg und lachen mich nicht länger aus. Der Geist redet auch nicht mehr mit mir und ich träume nur noch von Dunkelheit. Seit dem Tag, an dem ich Marie getötet habe, liege ich die ganze Zeit nur neben dem Kokon meines Schöpfers. Ich tue nichts, ich liege einfach nur da und starre in die Dunkelheit. Ich schaue meinen Körper an und auch er verkrustet langsam. Es ist niemals jemand nochmal in Maries Haus eingezogen, also konnte ich die Stille genießen, aber ich brauche sie gar nicht mehr. Die Kruste geht langsam in meine Augen und dann werde ich keine Ahnung für wie lange schlafen, vielleicht für immer. Von all den Sachen, die passiert sind, konnte ich nur eine Sache verstehen. Als ich das erste Mal neben ihrem Bett stand und ihre Füße gesehen habe, wie sie aus dem Bett hingen, hätte ich sie einfach essen sollen. Damn it. Okay, gut. Ich schätze DLC. Und dann versuchen wir irgendwie mal nachzuvollziehen, worum es geht. Ich meine, ich habe mehrere Theorien, aber alle davon können es ja gleichzeitig sein. Deswegen ist es ein bisschen schwer. Chapter 4. Ich bin kein Feigling? Irgendwas? Die Lichter sind außen, die Tür ist offen. Das gefällt mir nicht. Na gut, ich schätze, ich gucke einfach mal nach, ob irgendjemand zu Hause ist. Bin ich jetzt ihn oder sie? Auf jeden Fall Menschen. Ich schätze, wir spielen ihn jetzt, oder? Oh Gott, was für ein ekelhafter Geruch. Ach, sind das die... Das ist ein Geschenk. Ne? What the fuck? Ja, danke für den Kommentar. Was für ein Legitier, was für ein Wahnsinniger hat das getan? Ja, damn it. Alright. Will ich in den Keller? Oh no. Oh no. Okay, gucken. Ist das. Warte mal, das ist doch. Ja, das ist auf jeden Fall das Haus. Aber ich schätze mal vorher? Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das ja nach. Ich meine, Chapter 4, ne? Ich meine, die werden nicht. Der ganze Boden ist klebrig. Würde nicht grundlos Chapter 4 heißen, wenn es jetzt vor Chapter 1 gespielt hätte. Also gehe ich mal davon aus, dass nachdem das ganze Event von eben passiert ist. Ja, die Box ist voller Kerzen. Ja, okay, dann. Will nicht mal wissen, was hier passiert ist. Okay. No. 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 Gut, dann. Willst du noch einen Kommentar? Im Kunstwerk oder so? Ist ein Herz? Eine Blume? Ja. Okay. Was ist das für ein Ort? Goddammit. Hier ist ein tiefer Tunnel vor mir, ohne Ende in Sicht. Bist du bereit? Bist du ready? Bist du sicher, dass du bereit bist, hier reinzugehen? Ich glaube, oben ist nichts mehr. Kerzen konnte ich nicht mitnehmen, ne? Nee, ich meine nicht. Set to crawl. Scheiß Button. Na gut. Ja, ich meine, wir scheinen jetzt diesmal einfach Mensch zu sein, der die Umgebung des Wesens auskundschaftet, als andersrum. Hey, meines Arbeiters. Ja, wenn noch die geringste Chance besteht, dass er ihm gehört hat, kann ich nicht zurückgehen. Okay, entweder suchen wir unseren Kumpel oder einen Partner oder was auch immer, der hier gearbeitet hat. Der Tunnel wird immer schmaler und schmaler. Also können wir durch einen Geheimgang durch von dem Dude? Weil der meinte ja, dass der eine Gang hier sehr, 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 sehr dünn war. Aber das Ding wirkt auch ein bisschen kleiner als Menschen. Also kann es vielleicht gut sein, dass wir einfach gar nicht hier durchkommen. Okay, es wird immer schwerer zu atmen. Sehen wir gleich den Kokon? Vielleicht auch sein. Vielleicht sind beide jetzt einfach Kokons. Eieiei. Es ist extrem schmal, aber ich glaube, ich kann irgendwie durchkommen. Okay, wenn ich eine Taschenlampe in meinen Mund stecke und wie einen Wurm krabble, könnte ich es schaffen. Oh Gott, das ist unangenehm. Ach du Scheiße.
Oh, das ist wirklich. Ich krieg Probleme zu atmen, wenn ich lese, was hier beschrieben wird. Ach du Scheiße. Meine Arme sind ganz eng an meinen Oberkörper quetschen, kann sich nicht mehr bewegen. Das Einzige, was ich tun kann, ist mich mit meinen Füßen nach vorne drücken. Eieiei, okay. Okay, wird immer schwerer und schwerer zu atmen, aber ich habe keine Wahl mehr. Ich muss nach vorne. Boah, es erinnert mich an das Internet-Story-Video über die beschissene Höhle. Scheiße. Ich glaube, ich bin stuck. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich wirklich nicht bewegen. Fuck. Okay, komm. Durch. Ich will nicht in irgendeinem Loch sterben. Ich muss hier raus. Uff. Wenn ich die ganze Luft aus meinen Lungen rauspresse, kann ich bestimmt rauskommen. Eieiei. Ich muss so ein letztes Mal drücken und ich komme hier raus. Komm schon, atme aus. Ah, gut, schön. Bestimmt kommt von der anderen Seite einfach nicht raus. Kannst nicht glauben, dass sie es geschafft haben. Ugh, das Geräusch mochte ich nicht. Eingebrochen. Ja. Okay, hier komme ich nicht mehr raus. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Scheiße. Okay. Aber einfach nur diese Umgebung zu sehen, gibt mir richtig Atemnot. God damn it. Mhm. Hi. Was ist das? Kann ich hier. Ach, ich muss ja krabbeln. Mhm. Unter dem Totenkopf liegen alte Blumen. Sieht aus wie eine Art Totem. Wenn du sie genau ansiehst. Ah. Scheint es so, als ob jemand die Worte Spirit auf den Stein geschrieben hat. Sieht aus, als ob ich in irgendeinem Kult oder sowas reingeklettert wäre. Ich hoffe, der Künstler dieser Arbeit ist nicht zu Hause. Na gut, gut zu wissen. Das Ding ist also einfach der Geist, den wir im ersten Teil gesehen haben. Also wahrscheinlich hat der Typ hier einfach nur irgendwelche Sachen aufgestellt, mit denen geredet. Und, okay, also vielleicht ist das hier unten wirklich einfach nur ein Mensch. Ein sehr seltsamer. Okay, ich weiß, dass es Trypophobia ist. Ich schätze Höhlenphobie. Ich hätte noch nie eine Trypophobie, aber dieser Ort macht mir große Angst. Scheint anders von anderen Tunneln zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich gegraben wurde. Ich muss hier so schnell wie möglich raus. Okay, sind das die drei Ecken, die wir im ersten Chapter Point klickmäßig erkundet haben? Nur ein paar Steine. Sind ziemlich weich und ziemlich glatt. Fühlen sich gut an zu halten. Okay, das ist so ein Stein-Ding. War hier die Mom? Weiß nicht mehr. Oder war hier der Schlafplatz? Wirkt wie ein Schlafplatz, oder? Eieiei. Hier. Können wir was sagen? Was machen? Nee. Ich glaube, es ist ein Spiel, was absolut keinen Jumpscare haben wird, aber trotzdem einfach eine sehr unangenehme Atmosphäre hat. Oh, ich falle hier runter. Oh, ich komme noch nie wieder raus. God damn it. Du glaubst wirklich, hier unten ist jemand? Hm. Ich fühle mich, als ob ich die Barriere ins Jenseits überschreiten würde. Ich hatte schon mal so ein ähnliches Gefühl. Irgendwas Magisches ist hier unten. Es ist so, wie damals, wo ich als Kind in verlassene Gebäude gezogen wurde, also das Interesse daran hatte. Bin damals auch einmal fast gestorben. War ein altes Krankenhaus, ein beliebter Ort für Teenager. Andere Kumpels würden dorthin gehen, aufs Dach klettern, Gras rauchen und die Sterne anschauen. Bin ich aufs Dach geklettert. Ich hatte mehr Interesse am Keller. Ich bin da sogar ganz alleine hingegangen. Manchmal, als ich durch die Tunnel geklettert bin und gekrabbelt bin,
bin ich einfach stehen geblieben und habe mein Licht ausgemacht. Und so habe ich eines Tages mitten in dieser Dunkelheit gestanden und dem Wind zugehört, der durch die Tunnel gezogen ist. Plötzlich habe ich ein lautes Geräusch gehört, wie einen dämonischen Schrei. Es war das Kratzen von Metall gemixt mit Granit, der auf den Boden geknallt ist. Es ist überall durch die Korridore gezogen. Ich hatte enorme Angst. Ich habe angefangen, nach Hilfe zu rufen, aber es war niemand da, der mir antworten konnte. Aber ich bin irgendwie doch rausgekommen, habe den Weg auf der anderen Seite gefunden. Und als ich draußen war, habe ich gesehen, dass die Hälfte des Gebäudes einfach ineinander zusammengebrochen ist. Viele Teenager sind gestorben. Wir haben oben auf dem Dach gesessen, als das Gebäude eingebrochen ist. Nach diesem Vorfall habe ich begonnen, mehr und mehr Risiken einzugehen. Mir hat der Adrenalinschub sehr gefallen. Bin Police Officer geworden, weil es mir auch die Möglichkeit gegeben hat, immer am Rand der Gefahr zu leben. Aber diese Tunnel, irgendwas ist hier anders. Ich habe mich noch nie so gefühlt. Okay. Es ist gleichzeitig spannend und macht mir eine höllische Angst. Ja, ich gehe mal davon aus, du kommst hier nicht raus. Sehr unwahrscheinlich. Oder vielleicht sind wir auch das Ding. Und das ist irgendwie die Story, wie wir das... Ne, wahrscheinlich nicht. Und vielleicht werden wir zu einem von denen oder sowas. Ich gehe mal davon aus, das Ding ist in keiner Form irgendwie ein Monster oder so. Aber ich meine, die haben halt von einem Ritual geredet. Aber ich meine, das ist ja die Perspektive von dem Vieh gewesen. Es kann einfach nur sein, dass halt einfach irgendein Serienmörder, Serien, was auch immer sind. Und so wie es halt im ersten drei Chaptern wirkt, ist einfach das, wie wir uns halt selbst gesehen haben. Und eigentlich haben die uns einfach nur, keine Ahnung, geschlagen, totgeschlagen und wir haben die überwältigt oder irgendwas. Und die wollten uns fesseln, was weiß ich. Ich habe das Gefühl, die Luft hat sich verändert. Hier muss irgendwo ein Weg raus sein. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe schon ein paar Sachen verpasst. Weil ich meine, ich bin uns eine einfach mal... Nee, geht's nicht weiter. Runtergefallen. Ich glaube, ich konnte auch nicht mehr hoch. Ich würde ja gerne den Kokon finden. Eieiei. Okay. Später. Noch nicht. Noch nicht. Das scheint wieder sehr eng zu werden. Dead End. Hier geht's nicht weiter. Okay. Zu den Dingen konnten wir nichts sagen. Das sind einfach nur Blöcke. Ja. Hier was? Warum Dead End oder waren wir schon? Naja, okay, gut, dann. Ist ja wohl klar, was wir machen müssen, ne? Müssen sie durchquetschen? Oh nein, bitte nicht. Oh no. Kommt gleich was von hinten, während wir das machen? Ein frische Luft fühlen. Ja, sicher nicht. Sie nie wieder raus, Mann. Ja, es wird. Hier ist es sogar noch schmaler und enger als das Stück, wo ich vorhin durch bin. Die Hauptsache ist, dass ich keine Panik bekommen darf wie letztes Mal. Boah, ich glaube, das Gefühl, wenn man einfach nach oben will oder sowas und in sowas feststeckt, ey, das will ich niemals mehr im Leben fühlen. Wenn man auch noch so ein bisschen Panik bekommt. Was war das? Was war was? Oh, no, 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 no. Richtung was ein. Ah! Was? Unser Bein eingequetscht? Ich kann nur hoffen, dass mein Bein nicht gebrochen ist. Oh Gott, ey. Okay, mein anderes Bein scheint noch frei zu sein. Vielleicht kann ich mich irgendwie wegdrücken. Oh, das Geräusch gerade. Nicht das Knochengeräusch, sondern dieses Fiepen. Ah. Als ob wir genau auf so einen Nerv drücken würden oder sowas. Oh Gott. Bisschen Schmerz, scheiße. Okay, ja, ist das das Spiel? Wir hängen fest. Eieiei. Help? Ja, nee. Nix help. Ich kann wirklich nichts machen, ne? Ich hänge einfach hier fest. Help. God damn it. Leicht stressige Situation.
Hilfe! Okay. 5 Stunden später. Wie hat das alles begonnen? Ich hatte 2 Monate schon keinen Job mehr. Ja, es gab zwar ein paar Fälle, aber absolut nichts Interessantes, sonst hat man wenig bezahlt. Okay. Ich habe sogar darüber nachgedacht, wieder zurück zur Polizei zu gehen. Aber natürlich wird mich dort niemand mehr nehmen. Die ganze Stadt wird niemals vergessen, was ich getan habe. Und dann kam dieser Mann, voller Angst, voller Panik. Er hat mir gesagt, sein Name war John Nader und er wirkte in einer Baustelle, wahrscheinlich da, wo halt das Monster war, also wirklich außerhalb der Stadt. Nader erzählte mir, dass er mit einem Freund dort gearbeitet hat, dessen Name Bob war und Bob wird vermisst. Nader ist zur Polizei gegangen, aber die Polizei wollte ihm nicht helfen. Er war nicht von hier. Wie ein Streuner. Nada hat seinen Job gemacht, das Haus war fertig. Er hat Geld gespart und jetzt kam er zu mir. Er wollte einfach, dass ich seinen Freund finde. Ich habe mich dazu entschlossen, die Besitzer des Hauses zu fragen, welches Nada gebaut hat. Aber vielleicht wussten sie ja irgendwas und deswegen war ich jetzt hier. Ja, ich kann nicht aufgeben. Ich muss hier raus. Oh, brichst du dein Bein ab? Komm schon. Ich werde nicht sterben. Naja. Good luck, Mann. Good luck. Ich bewege mich halt keinen Millimeter, ne? Ich reiß mir einfach mein Bein ab, Mann. Ja, es scheint zu funktionieren. Ich bin frei sein. Ja, sicher, Mann. Was? Okay. Es hat funktioniert. Es fühlt sich so gut an, endlich wieder strecken zu können. Den Boden unter meinen Füßen zu fühlen, das bildest du dir nur ein, oder? Ich bin nicht hier. Ich hab was in deinem Bein gebrochen. Du bist nicht raus. Nee. Will ich nachgucken? Wenn es kommt von hinten, jetzt nicht, oder? Geh lieber einfach voraus. Okay, wir gehen gerade raus. Wir gehen einfach geradeaus. Ich hoffe wirklich nur, dass wir halt sehen, was wir am Anfang des Spiels halt aus der Monsterperspektive alles gesehen und interpretiert haben. Aber vielleicht ist das wirklich auch nur so ein Höhlenhorror-Ding jetzt. Ich meine, es wäre eine leicht verpasste Chance, ne? Es ist nochmal aus einer realen Menschenperspektive alles zu zeigen. Okay, muss ich nach hinten? Nee, oder? Nee, ich gehe einfach mal weiter hoch. Wir gehen einfach mal weiter. Vielleicht wieder kurz am Ende. Oh, es ist sehr lang irgendwie. Langsam bin ich mir unsicher, ob ich hier raus kann. Ich sag halt auch nichts mehr, ne? Es ist einfach kommentarloses, stilles Voranschreiten, eine komplette Dunkelheit im Tunnel. Alright. Endlich Freiheit. Es fühlt sich so schön an, den Boden unter meinen Füßen zu fühlen, meine Arme zu strecken in verschiedene Richtungen, das Geräusch der Blätter. Okay, was für ein Glück es doch ist, draußen zu sein. Keinen Fall gehe ich zurück. Es muss hier irgendwo eine Straße geben. Ich muss Hilfe rufen und die Cops dazu bringen, ihren scheiß Job zu machen. Oh no, was hängt denn da auf dem Boden? Aha. Das ist mein Bein. Ja, okay. Verdammt, ich bin immer noch hier. Ich bin immer noch hier. Ja?
Noch eins? Hast du rausgelassen? Geht's dir besser? Es geht dir nicht besser. Es geht dir absolut dreckig. Bei diesem Ort. Ich hasse Steine, ich hasse Staub. Ich hasse es, dass mein kompletter Körper festhängt und ich mich nicht gerade bewegen kann. Ich will einfach nur raus. Ich will meinen Rücken strecken. Ich will meine Knie bewegen. Oh, wie ich meine Knie bewegen will. Mein Bein tut so weh. Ich muss mein Knie bewegen. Ich hasse alles. Hol mich heraus. Bitte irgendjemand hol mich heraus. Hilfe. Irgendjemand. God damn it, das ist unangenehm. Man wird mich nicht hören. Man wird mich nicht hören. Ich häng fest. Scheiße. Warum bin ich hier hingekommen? Warum musste ich hier hinkommen? Was wollte ich überhaupt? Ich wollte helfen. Ich wollte diesen Typ finden. Das ist alles. Warum habe ich nicht auf die Polizei gerufen? Warum bin ich nicht gegangen? Ich wollte ein Held sein. Ich wollte endlich was Sinnvolles machen. Scheiß auf Helden. Scheiß auf sie. Niemand braucht Helden. Helden hängen fest in Löchern und sterben. Das ist ein Argument. Ah. Ich bin hier runter in diesen Keller gekrabbelt, als ob ich in einem scheiß Kampf mit einem Drachen gewesen wäre. Ich habe erwartet, dass hier irgendein Wahnsinniger ist oder so. Und eine Menge an Killern, wo ich ready war, sie alle nacheinander zu fighten. Ich wollte das Böse besiegen. Das ist, was mir beigebracht wurde, worauf ich mich vorbereitet habe. Aber nicht dieses Loch. Okay, vielleicht bin ich nur ein Idiot. Vielleicht ist es genau das, was ich wollte. Vielleicht wollte ich einfach endlich sterben, weil ich keinen Bock mehr auf irgendwas hatte. Weil ich keinen Job habe, weil mich niemand braucht. Niemand braucht mich. Nur dieser Ort braucht mich. Dieses Loch braucht mich. Ich bin müde. Ich bin so müde. Meine Augen schließen sich. Ich muss mich entspannen. 27 Stunden. Oh Gott. Okay. Ja, du bist endlich wach. Ich habe auf dich gewartet. Mhm. Aber ich glaube, du hast auf mich genauso gewartet, wie ich auf dich. Wer ist da? Hol mich hier raus. Komm schon, Nick. Nicht so schnell. Gefällt es dir unten nicht? Du bist schon hier so lange. Ich dachte, dir müsste dieser Ort langsam gefallen. Fick dich. Nein, dann sollte ich wahrscheinlich gehen. Nein, bitte nicht. Bleib hier. Hilf mir. Ich hänge fest. Geh bitte nicht. Geh dir nicht. Es tut mir so leid. Geh nicht. Also will es, dass ich bleibe. Es will, dass es hier rauskommt. Ja, bitte. Ist mir völlig egal, wer du bist oder was du getan hast. Ich habe nichts gesehen. Hol mich einfach nur raus, bitte. Bitte hilf mir. Ja. Okay. Also glaubt es also, dass ich das mir dieser Ort gehört? Nee. Ich komme nur vorbei. Wir könnten sagen, dass der Besitzer wegen Family Business gerade unterwegs ist. Aber du kannst ja kein Haus oder einen Master haben, oder? Ich kann dich hier rausholen, aber ich brauche etwas von dir. Alles. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Hol mich einfach nur hier raus. Alles? Bell für mich, Nick. Was? Ich dachte, du hängst fest, nicht tot. Ich dachte, dass du feststeckst und nicht taub bist. Bell für mich. Möchte es etwa hier rauskommen? Es muss bellen. Uff. Lauter. Okay, lauter. Es sollte lauter bellen. What is going on? Jesus. Okay. Lauter. Heul wie ein verletztes Tier. Komm schon. God damn it. Okay, ja, belle und verliere deinen Namen. Von jetzt an wirst du alles verloren haben. Du wirst keine Vergangenheit haben und keine Zukunft. Okay, du wirst eine Kreatur werden, die von ewigem Hunger und Einsamkeit verfolgt wird. Du wirst uns für 13 Jahre lang dienen. Und dafür werde ich dich von diesen Fesseln aus Steinen befreien, aber dein Fleisch wird uns gehören. Erinnere dich daran, dein Fleisch gehört uns. Ja. Okay. Dann ist die Frage, ist das doch vor dem ersten Game gewesen? Wir sind einfach da unten stuck, wirklich wahnsinnig geworden, haben uns vielleicht irgendwie die Beine abgerissen und sowas, deswegen kriechen wir halt auch nur, weil wir logischerweise nicht mehr wirklich laufen können. Weiß nicht. Kann sein, oder das Ding hat uns halt gefunden. Der Mensch, der da unten ist, der hat uns rausgeholt und hat es dann zu einem von sich gemacht. Ich meine, wir gehen mal davon aus, das sind einfach nur Menschen, die halt aus irgendeinem Grund da unten leben und nicht mehr
ganz gesund sind, I guess. Okay, ich öffne meine Augen, hier bin ich wieder zu Hause. Was ist denn ein wahnsinniges Gefühl. Okay, obwohl ich hier schon so lange gewesen bin, wie ich mich erinnern kann, hasse ich jeden Teil dieser Tunnel. Ich hasse diesen Ort. Ich kann nicht mehr drauf, ich kann es nicht mehr abwarten, rauszukommen. Okay. Die Frische, endlich. Die Luft ist so kalt. Und so frisch. Ich genieße das Geräusch der Bäume. Okay, den leichten Wind auf meiner Haut. Aber das ist alles nur ein kurzer Moment. Wenn ich abgelenkt bin, verwirren mich meine Gedanken. Was sind überhaupt Gedanken? Woher weiß ich, was Gedanken sind? Woher weiß ich die Worte? All diese Gedanken kommen einfach von alleine in meinen Kopf. Umso mehr ich versuche, sie zu verstehen, woher mein ganzes Wissen herkommt, umso mehr tut es weh. Ein Hunger kommt in meinem Inneren. Er wächst stärker und stärker. Die Stimmen in dem Tunnel sagen mir, dass ich die Bewohner dieses Hauses töten muss, aber ich möchte das nicht. Obwohl ich so hungrig bin. Ich verstehe mich immer weniger und weniger. Irgendwas... Okay. Irgendwas pusht mich immer von links nach rechts, zwingt mich permanent in Bewegung zu bleiben. Aber es gibt auch diese Momente wie diesen hier, wo ich einfach aufhöre. Sie scheint Spaziergang zu machen. Es ist wieder eine Zeit, mich in meinen Untergrund zu Hause zu begeben, bevor sie mich sehen. Aber ich möchte unbedingt noch hier einen kurzen Moment bleiben. Einatmen, ausatmen. Okay. Es gibt keinen Grund zurückzugehen. Der Hunger wird mich töten. Ich muss tun, was ich tun muss. Dennoch, ich würde trotzdem niemandem was Böses tun. Wenn ich nur eine Wahl hätte. God damn it. Okay. I guess? Ist schwer zu deuten. Vielleicht ist es doch nicht so metaphorisch, wie ich dachte. Weil vor allem das zweite Chapter wirkt es ja wirklich so, als ob halt wirklich jemand da unten rein ist, festgehangen ist und dann entweder alleine wahnsinnig geworden ist oder halt durch irgendjemand anderen, der auch da unten wohnt, aus irgendeinem Grund. Ich meine, aber es wird ja nicht erklärt, warum der erste da unten war. Aber es könnte natürlich auch sein, dass es vor dem ersten Ding passiert ist. Aber ich meine, da waren halt Kerzen. Naja, das muss eigentlich schon danach passiert sein. Schwer zu sagen. Oh Gott, damit, stark. Sehr, sehr, sehr treffend. Ist schwer zu sagen, ob es jetzt wirklich ein gutes Spiel war oder sowas, aber emotional hat das Ding, glaube ich, auf jeden Fall einen Impact. Es ist auf viele Arten sehr unangenehm. Musikalisch immer noch großartig, das hat der Typ irgendwie drauf. Das ist ja wirklich guter Hintergrund, Ambient Noises und leichte Melodien einbaut, die wirklich eine ganz komische Atmosphäre schaffen und visuell ist halt auch wirklich stark, ne? God damn it, für eine Bewertung ist es, glaube ich, nicht lang genug. Ich meine, es war ja relativ lang gewesen, aber nicht lang genug, um wirklich daraus irgendwas schließen zu können. Aber wenn, dann würde ich, glaube ich, so eine 7,5 sagen. Aber das ist wahrscheinlich leider auch nur, weil das zweite Chapter jetzt irgendwie nicht ganz diesen super krassen Flair des Ersten getroffen hat. Auch wenn dieses Höhlensegment wirklich sehr unangenehm war. Also wirklich auf eine gute Art, richtig, richtig unangenehm. Man will da jetzt wirklich nicht feststecken. Ist wirklich unangenehm. Ja, 7,5, so um den Dreh. Stark, hat auf jeden Fall einen Impact. Schwer hier viel drüber zu sagen. Wie gesagt, kann wirklich schwer sagen, worum es wirklich gehen soll. Ich hätte am Anfang die Idee, dass eine Metaphorik für irgendwen ist, der halt starke Gewaltauslebung in irgendeiner Form hat und die nicht wirklich kontrollieren kann. Weil den Leuten eigentlich auch nichts tun will, aber es halt irgendwie nicht zurückhalten kann. In welche Form die Gewalt sich halt dann auslebt, ist wahrscheinlich unterschiedlich interpretierbar. Aber ich weiß ja nicht genau, wie das im Kontext zu der zweiten Story hier steht. Ich hätte es ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wenn es nur das erste gewesen wäre, dann wäre ich auf meiner Metaphorik-Schiene wahrscheinlich geblieben, würde denken, ja, okay, der ist natürlich kein Monster und das ist einfach die Sicht. Aber ich meine, wenn das so ist, wenn als wir es im ersten Teil gesehen haben, einfach nur die Interpretation von dem Verrückten oder von halt wem auch immer da unten war, ja, dann vielleicht sind die gar nicht so lange da unten. Vielleicht hängen die nur seit ein paar Wochen da unten, sind einfach langsam durchgedreht. Aber warum ist er der Erste da unten überhaupt gewesen? Vielleicht hing der auch irgendwann fest.
und hat sich selbst befreit oder sowas und hat dann seinen Verstand verloren, ist dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen da unten geblieben, hat ein paar Leute getötet oder so. Ja, schwierig. Schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Metaphorik ist und ich glaube, die Leute da unten sind einfach nur Menschen, die in irgendeiner Form halt starke Gewaltprobleme haben und hier halt immer irgendwelche Leute umbringen. Ob sie die wirklich fressen, sowas ist natürlich jetzt offen. Ich gehe nicht davon aus. Vielleicht doch, was weiß ich. Ich meine, irgendwas müssen die da unten ja essen. Und Eichhörnchen und sowas werden sie wahrscheinlich nicht so viele finden unten in den Kellern. Na gut. Interessant auf jeden Fall. Ein sehr darkes Game. Der Typ hat ein Händchen. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Ich meine, das hier war gut. Das ist mein Monsters Roommate-Ding war auch gut. Ich werde das nächste auch spielen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Oder ich schätze, auf interessante Art nicht gefallen bei so einem Spiel. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger den Impact, den das Spiel auslösen will. Und dann würde ich sagen, lasst einen Kommentar da, schreibt, was ihr davon gehalten habt und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video. Bye, bye.